Laut den Aussagen der Forschung benötigt eine Kultur, um sich über mehr als 25 Jahre zu erhalten, eine Fruchtbarkeitsrate von 2,11 Kindern pro Paar. Alles, was darunter liegt, führt auf Dauer zum Niedergang der Kultur. Die Geschichte zeigt, dass noch keine Kultur jemals eine Fruchtbarkeitsrate von 1,9 umkehren konnte. Eine Reproduktionsrate von 1,3 ist unmöglich umzukehren. Es würde 80 bis 100 Jahre erfordern, um sie wieder zu korrigieren. Es gibt aber kein Wirtschaftsmodell, das eine Kultur in dieser Zeit aufrechterhalten kann. Mit anderen Worten, wenn zwei Elternpaare jeweils ein Kind haben, gibt es halb so viele Kinder wie Eltern. Wenn diese Kinder wiederum nur ein Kind haben, gibt es nur ein Viertel so viel Enkelkinder wie Großeltern. Wenn 2009 nur 1 Million Babys geboren werden, können unmöglich 2029 2 Millionen Erwachsene berufstätig werden. Damit wird die Elterngeneration von heute im Berufsleben nicht ersetzt. Schrumpft die Bevölkerung, schrumpft damit auch die Gesamtkultur. Das Europa, wie wir es kennen, wird in einigen Jahren so nicht mehr existieren. Die Bevölkerung nimmt aber nicht ab. Warum? Wegen hoher Einwanderung, islamischer Einwanderung. Der Gesamtbevölkerungszuwachs in Europa seit 1990 stammt zu 90% aus islamischer Einwanderung. Frankreich. Eine französische Familie hat 1,8 Kinder pro Elternpaar. Bei den muslimischen Familien liegt die Geburtenrate bei 8,1 Kindern pro Elternpaar. In Südfrankreich, traditionell mit der höchsten Kirchendichte der Welt, gibt es heute mehr Moscheen als Kirchen. 30% der Kinder unter 20 sind islamisch. In den großen Städten wie Nizza, Marseille und Paris liegt diese Zahl bei 45%. 2027 wird jeder fünfte Bewohner Frankreichs Moslem sein. In nur 39 Jahren wird Frankreich eine islamische Republik sein. Großbritannien. In den letzten 30 Jahren wuchs die Moslembevölkerung in Großbritannien von 82.000 auf 2,5 Millionen. Das ist eine Zunahme auf das 30-fache. Es gibt mehr als 1.000 Moscheen. Viele davon sind ehemalige Kirchen. Niederlande. In den Niederlanden sind 50% aller Neugeborenen muslimisch. Und in nur 15 Jahren wird die Hälfte der Bevölkerung der Niederlande Muslime sein. Russland. In Russland gibt es 23 Millionen Moslems. Das ist bereits jetzt jeder fünfte Einwohner. In wenigen Jahren wird 40% der gesamten russischen Armee islamisch sein. Belgien. Zurzeit sind in Belgien 25% der Bevölkerung und 50% aller Neugeborenen Moslems. Laut der belgischen Regierung werden im Jahr 2025 ein Drittel aller europäischen Kinder in muslimischen Familien geboren. Das ist in nur 16 Jahren der Fall. Deutschland. Die deutsche Regierung veröffentlichte kürzlich einen Bericht, in dem es heißt, die Abnahme der deutschen Bevölkerung kann nicht mehr gestoppt werden. Die abwärtsgerichtete Spirale ist nicht mehr umkehrbar. Wir werden 2050 zu einem muslimischen Staat werden. 2005 trafen sich 24 islamische Organisationen in Chicago. Die Protokolle dieses Treffens offenbaren ihre Pläne, Amerika zum Islam zu bekehren, in allen Einzelheiten. Die Wege dazu sind die Medien, die Politik, die Bildung und vieles andere mehr. Dort wurde auch gesagt, wir müssen uns auf die Realität vorbereiten, dass in 30 Jahren 50 Millionen Moslems in Amerika leben werden. Die Welt, in der wir leben, ist nicht die Welt, in der unsere Kinder und Enkel leben werden. Die katholische Kirche hat vor kurzem berichtet, dass der Islam gerade die Anzahl der katholischen Kirchenmitglieder übertroffen hat. Untersuchungen zeigen, dass beim gegenwärtigen Zuwachs der Islam in 3 bis 5 Jahren die weltbeherrschende Religion sein wird. Die Minarette sind unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme, die Moscheen unsere Kasernen, die Gläubigen unsere Soldaten.